Eine gelungene Kommunikation im gesamten Unternehmen. Darum geht es heute im BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und ich möchte einfach mal meine Gedanken dazu mit euch teilen. Ja, die Frage erreichte mich über YouTube und so sinngemäß hieß es, wie kann ich die Kommunikation im gesamten Unternehmen vorantreiben? Innerhalb der Abteilungen ist das schon ganz gut, aber die Abteilungen untereinander, das ist immer wieder ein Thema. Und diese Frage erreichte mich in letzter Zeit nicht nur über YouTube das ein oder andere Mal, sondern auch im direkten Umfeld in unseren Kundenkreisen und dementsprechend auch im Rahmen von Kundenanfragen. Dementsprechend möchte ich da einmal drauf so ein bisschen Stellung nehmen. Was rate ich da auch unseren Kunden und auch entsprechend den Anfragen und möchte das natürlich auch mit euch teilen. Also, was aus meiner Sicht nicht funktioniert, weil das war die Kundenanfrage, Hannes, kannst du uns helfen? Unsere Kommunikation im gesamten Unternehmen ist eher dürftig und wir wollen irgendwie so ein Event veranstalten, so ein Teambildungsevent, so ein ja, Unternehmensfest, um einfach wieder die Kommunikation untereinander zu fördern. Die Absicht ist schon mal gut, weil ja, wenn ich das Problem erkenne und suche irgendwo nach Lösung, ist das schon mal ein richtig guter Ansatz. Aber es könnte schwierig werden, eben entsprechend mit einem einzigen Tag, einem einzigen Event die komplette Kommunikation im gesamten Unternehmen umzukrempeln. Das ist ähnlich wie mit einem Gesundheitstag. Ein Gesundheitstag ist nicht schlecht, ist eben eine gute Möglichkeit, um so eine Art Kick-off zu veranstalten und das Ganze ins Rollen zu bringen. Es wird aber nicht so sein, dass du nach einem Tag gesund bist. Und so ist es auch mit der Kommunikation. Ein einzelnes Event wird nicht dazu führen, dass die komplette Kommunikation sich im Unternehmen verändert. Ich habe das nur ein einziges Mal in einem Film gesehen, The Office Christmas Party, wo also die Weihnachtsfeier dazu so ausgeartet ist, dass danach eben ganz anders gearbeitet, gehandelt wurde im gesamten Unternehmen. Das ist aber Film, wir wollen jetzt ja in die Realität und ich würde das Ganze am liebsten eigentlich rumdrehen, anstatt zu versuchen, mit einem Event alle zu erreichen und das große Ganze mit einem Schlag zu erledigen, würde ich eher entgegengesetzt das Ganze anfangen und sagen, fang erstmal alleine bei dir an. Das ist erstmal das Wichtigste. Die Person, die du am einfachsten verändern kannst, wenn dich das Thema Kommunikation stört, ja, anstatt sich über andere aufzuregen, über andere Abteilungen aufzuregen, über die Kolleginnen und Kollegen aufzuregen oder über die Chefs aufzuregen, fang erstmal bei dir an. Wenn du selber das Gefühl hast, die Kommunikation in deinem Unternehmen ist nicht so, wie du dir das wünschen würdest, dann fang erstmal selbst bei dir an, weil die Person, die du am einfachsten verändern kannst, ist deine eigene Person. Erst dann, wenn das bei dir gut funktioniert, dann kannst du versuchen, andere anzustecken. Also reflektiere mal, in welchen Situationen kommunizierst du schon gut, kommunizierst du ausreichend und in welchen Fällen ist eben die Kommunikation noch mit Entwicklungspotenzial. Wann immer ich zum Beispiel eine Aufgabe an einen meiner Kolleginnen und Kollegen übertrage und bekomme dann die Aufgabe oder die Ergebnisse zurück und sie sind nicht meinen Vorstellungen entsprechend, fange ich immer erstmal bei mir an zu reflektieren, habe ich tiefgründig genug kommuniziert, verständlich genug kommuniziert, um entsprechend ihm die Anweisung zu geben, wie denn konkret meine Vorstellungen sind. Ich suche erstmal den Fehler bei mir und so ist es eben auch mit der Kommunikation. Fang erstmal bei dir an. Such erstmal den Fehler bei dir. Wie kannst du entsprechend die Kommunikation nach außen hin verbessern, innerhalb deines Kollegenkreises, innerhalb der Abteilung, innerhalb übergreifend der Abteilung? Das ist erstmal das Allerwichtigste. Weil ich mache mal noch ein negatives Beispiel. Einen Kundenauftrag, wo also auch die Zielsetzung war, die Kommunikation im Unternehmen zu verbessern. Wir wollten auch da erstmal den Status quo ermitteln, also die Ist-Analyse machen und wollten eine Mitarbeiterbefragung durchführen, wo wir also auch schon im Rahmen der Ankündigung der Mitarbeiterbefragung ansprechen wollten, dass alle Ergebnisse ganz offen und transparent kommuniziert werden, wo dann also dann die Geschäftsleitung auch etwas zurückgerudert ist und gesagt hat, nee, wir können doch nicht alle Ergebnisse preisgeben. Also was machen wir denn, wenn jetzt was Schlechtes bei rumkommt? Das können wir doch dann der Mannschaft nicht so präsentieren. Und da hat man dann schon gemerkt, ja, wenn ich also den Wunsch habe, offen, ehrlich, transparent, vielleicht auch mal
negative Dinge und nicht so ja, ausschließlich positive Dinge auch mal offen anzusprechen. Da war so ein bisschen schon der Hemmschuh aus der Führungsabteilung. Und wenn es da schon losgeht, dann ist es natürlich auch völlig selbstverständlich, dass dann innerhalb der Abteilung nur das Positive berichtet wird, auch dann abteilungsübergreifend nur positiv berichtet wird und irgendwann erzählt nur noch jeder das, was wirklich toll ist und das, wo eigentlich das Entwicklungspotenzial drin steckt, um sich weiterzuentwickeln. Das wird halt entsprechend gar nicht erst angesprochen und das ist eben die Problematik so. Also, nachdem du bei dir angefangen hast, würde ich jetzt nicht gleich auch den nächsten Schritt machen und jetzt sagen, so jetzt machen wir Abteilungsevents und versuchen da irgendwie das Ganze abteilungsbezogen vorzuführen, sondern ich würde auch da wieder von Person zu Person gehen. Erstmal bei sich selbst anfangen, dann im nächsten Schritt das direkte Umfeld beeinflussen. Also alle Führungskräfte, die heute zuhören, versucht erstmal euer direktes Umfeld, eure direkt nahestehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzustecken. Ja, so ein bisschen wie mit so einem Virus. Ich selber habe jetzt erstmal eine eigene gute Kommunikation oder zumindest auch die Sensibilisierung. Ja, ihr kennt das ja. Entweder ich habe eine unbewusste Inkompetenz, also ich kommuniziere schlecht und mir ist es aber gar nicht bewusst. Wenn ihr aber das Ziel habt, eure Kommunikation im Unternehmen zu verbessern, dann habt ihr ja eigentlich schon mindestens eine bewusste Inkompetenz. Ihr wisst jetzt, dass ihr innerhalb des Unternehmens schlecht kommuniziert. Ihr wisst nur noch nicht, wie ihr das Ganze lösen könnt. Und jetzt arbeiten wir ja an dem Punkt, von der bewussten Inkompetenz zur bewussten Kompetenz zu kommen. Das heißt, ihr wisst jetzt, ihr fangt selber bei euch an und im nächsten Schritt, aus meiner Empfehlung heraus, aus direkten 1:1 Gesprächen, versucht ihr, eure Kolleginnen und Kollegen anzustecken beim Thema Kommunikation. Offene, ehrliche, transparente Kommunikation. Und auch das ist ein Geben und Nehmen. Ich kann nicht von meinen Kolleginnen und Kollegen erwarten, dass sie sich offen und ehrlich mir gegenüber öffnen und ich selber gebe aber von mir nichts preis. Also das ist einfach so, das ist so ein bisschen auch das Problem, was jetzt in der Corona-Pandemie passiert ist. Diese typischen zwischenmenschlichen Beziehungen, das Gespräch in der Kaffeeküche, ja, oder das Kaffeegespräch, das Pausengespräch, das ist halt alles weggefallen. Wir haben unsere Kommunikation aufgrund der ja, digitalen Medien auf ein Minimum reduziert. Bedeutet, wir schreiben nur noch E-Mails und da sind auch wirklich nur noch die Sachinformationen drin. Ich weiß nicht, wie geht es dem Kollegen oder der Kollegin? Sind da irgendwelche privaten Herausforderungen? Kann ich ihn vielleicht irgendwo unterstützen? Das ist alles so ein bisschen weggefallen durch diese Isolation und diese Ferne. Und ich mit meinem Team, wir werden ja auch immer größer und dezentraler. Ich habe jetzt da beispielsweise ein Meeting eingeführt mit den Teams, die gar nicht ins Büro kommen, wo wir wirklich geplantes Kaffeeschwätzchen machen. Also wirklich ein Meeting nur um ja, Allgemeines auszutauschen. Gar nicht so themenbezogen, sondern einfach, wir treffen uns schön zusammen, berichten über die neuesten Ereignisse, um einfach so dieses Bindungsgefühl zu haben und diese offene Kommunikation zu haben. Weil wenn ich einen dann tatsächlich nur zweimal im Jahr persönlich sehe, dann fällt es natürlich extrem schwer, sich dann irgendwie zu öffnen, beziehungsweise auch Gesprächsthemen zu finden. Eine coole Übung, die ich jedem empfehle, ist die Speed-Dating-Übung. Die haben wir mal in einem Callcenter durchgeführt und konnten dadurch massiv die Fluktuation reduzieren, weil die dann das wöchentlich irgendwann eingeführt haben. Speed Dating bedeutet, zwei Kollegen stellen sich gegenüber und haben eine Minute Zeit, um drei Gemeinsamkeiten zu finden. Und das ist das Wichtige, drei Gemeinsamkeiten, denn Gemeinsamkeiten verbinden. Und das kann man dann 3, 4, 5 Runden spielen. Das heißt, es werden immer die Kollegen durchgemischt, so ein bisschen wie beim Speed Dating. Ne? Einer rutscht immer weiter, sodass man immer wieder neue Gesprächspartner hat und soll dann eben drei Gemeinsamkeiten finden. Und je öfter man das macht, umso herausfordernder ist das. Und vor allem auch diejenigen, die sich schon sehr, sehr lange kennen und eigentlich vermeintlich denken, dass sie schon alles über den anderen wissen. Trotzdem sollen die drei Gemeinsamkeiten finden, von denen sie vorher auch noch nicht wussten, dass es Gemeinsamkeiten sind. Und auf einmal habe ich wieder diese zwischenmenschlichen Beziehungen. Dass ich vielleicht weiß, ah Mensch, der ist auch Fußballfan und der hat vielleicht auch gestern Abend das Spiel geguckt, dann kann ich mich mit ihm über das Spiel unterhalten. Oder derjenige, der ist total gut im Kuchenbacken und dann kann ich vielleicht auch mal Dinge fragen
und auch Probleme lösen, die eigentlich gar nicht direkt zum beruflichen Umfeld direkt gehören. Aber wenn ich Probleme löse, dann geht es mir automatisch besser. Und wenn es mir besser geht, kann ich wieder bessere Leistung abrufen. So, und da solltet ihr also in eurem direkten Umfeld erstmal anfangen, die Leute anzustecken und für eine offene und transparente Kommunikation, wertschätzende Kommunikation eben entsprechend das Ganze voranzubringen. So, und auch da könnt ihr ja wie so eine Art Schneeballsystem denen die Empfehlung geben, genau dieselben Worte, die ich jetzt verwende, ich stecke euch ja jetzt auch an. Ich bin jetzt so der Sender, ich kriege jetzt leider ganz wenig zurück, wobei die Episode ist ja entstanden, weil mir jemand geschrieben hat, also auch das war ja ein ja der Ausgangspunkt, um das Ganze erstmal zu empfangen. Und ich stecke euch jetzt an mit einer ehrlichen und offenen Kommunikation. Ich erzähle ein bisschen was aus unserem Berufsalltag, erzähle ab und zu auch mal ein bisschen was Privates. Ihr baut eine Bindung auf und meine Gedanken werden zu euren Gedanken und eure Gedanken werden zu meinen Gedanken. So, und ihr geht jetzt weiter. Ihr steckt jetzt die Nächsten an. Und wenn ihr genau auch so kommuniziert, wie ich jetzt mit euch kommuniziere, dann können die wieder jemanden anstecken. Und dann ist das ja wie so eine Art Zinseszinseffekt. Es gibt ja diese Geschichte mit dem Reiskorn, dass irgendwie ein Bauer gesagt hat zu dem König, naja, wir fangen bei einem Schachbrett an mit einem Reiskorn und beim nächsten verdoppeln wir und wir verdoppeln, verdoppeln, verdoppeln. Und bei 64 Feldern, wenn ich das immer wieder verdopple, kommt so viel Reis zusammen, irgendwie für 10 Jahre, um die menschliche Bevölkerung zu ernähren. So, ungefähr. Schaut mal da mal nach. Also irgendwie die Geschichte mit dem Reiskorn und dem Schachbrett, da findet ihr das genau im Detail. Habe ich jetzt nicht vorbereitet, das ist jetzt so Freestyle. Und so ist es auch mit der Kommunikation. Ihr steckt einen an und der steckt wieder einen an und der steckt wieder einen an und dann ist es wie so ein Schneeballsystem. Es wird immer breiter, immer breiter. Irgendwann habt ihr eine gute Kommunikation innerhalb der Abteilung. Und wenn die gut funktioniert, dann schauen sich das irgendwann andere Abteilungen ab. Weil sie sagen, okay, warum funktioniert das denn bei denen so gut? Und wenn man dann offen und ehrlich auch hier drüber spricht, wie machen wir das denn? Dann ist das nicht so wie, ich versuche jetzt, also das Thema ist, wenn ich ein Team-Event plane oder ein Firmen-Event plane mit dem Ziel, so wir wollen jetzt die Kommunikation mit Biegen und Brechen verbessern. Das funktioniert nicht. Das ist wie, wenn man sich hinsetzt und sagt, so jetzt, genau jetzt bin ich kreativ. Das passiert nicht. Ich habe die meiste Kreativität dann, wenn ich gar nicht kreativ sein will. Meistens ist das im Auto oder so, ich fahre irgendwie unterwegs rum und dann kommen mir so die Geistesblitze und dann bombardiere ich meine Kolleginnen und Kollegen mit meinen Ideen. Aber wenn ich mich hinsetze und sage, so jetzt, genau jetzt bin ich total kreativ, dann funktioniert das nicht. Und so ist es auch mit der Kommunikation. Wenn das sich anstrengend anfühlt, wie Zwang anfühlt. So, wir machen jetzt ein Teambildungsevent, nur um bessere Teambildung zu haben. Das ist immer schwierig. Besser ist, wenn dann irgendwie sich der Spaß und die Freude so nebenbei entwickelt. Und so ist eben auch mit der Kommunikation. Wenn eure Abteilung gut kommuniziert, dann steckt das irgendwann auch die andere Abteilung an. Ne? Oder der Abteilungsleiter kennt eben auch wieder andere Abteilungsleiter und infiziert die auch wieder mit einer guten, gelungenen Kommunikation, Offenheit, Ehrlichkeit. Und die stecken dann ihre Leute in ihre Abteilung an. Und dann ist das eben wie so ein Virus, das breitet sich aus und irgendwann habe ich das gesamte Unternehmen, was eine gelungene Kommunikation führt. Das ist ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen, sondern es braucht seine Zeit, um sich einfach zu entwickeln. Und dann funktioniert das. Aber aus meiner Sicht, eben mit einem Event irgendwie mit der Brechstange zu versuchen, so wir haben jetzt gemeinsam Spaß, funktioniert nicht. Ich weiß nicht, wie oft ich irgendwie bei irgendwelchen Partys eingeladen war, wo ich eigentlich überhaupt keine Lust hatte. Und dann war es die beste Party, die ich erlebt habe. Einfach, weil ich es gar nicht wollte. Ich wollte gar keinen Spaß haben. Und meine Erwartung war niedrig. Sondern ist das Ergebnis halt grandios. Wenn ich aber vorher schon sage, ey, Silvesterparty oder sowas, das wird das Event des Jahres. Das wird der krönende Abschluss. Und dann ist es irgendwie so eine 0815-Party und man denkt sich, ach Mist, hätte eigentlich besser werden müssen. So könnte das eben auch passieren mit so einem geplanten Kommunikationsevent für das ganze Unternehmen. Einfach machen. Einfach machen, selber vorleben. Denkt dran, Führungskräfte sind Vorbilder, Geschäftsführung, ja, der Fisch beginnt immer am Kopf zu stinken. Fangt oben an, entwickelt euch weiter, verbessert eure eigene Kommunikation und steckt andere an und dann Gleiches zieht immer Gleiches an, automatisch. Ja, wenn ihr ehrlich und offen seid, dann wird euer Gegenüber niemals sagen, nee, ich erzähle nichts über mich, sondern wenn man da merkt, wenn man jemandem das Vertrauen schenkt, bekommt man auch irgendwann Vertrauen wieder. So, und das ist so der Grundton zum Thema, wie gelingt eine
ganzheitliche Kommunikation, gelungene Kommunikation im Unternehmen. Schreibt mir auch da gerne eure Kommentare. Vielleicht habt ihr da so einen Change, so einen Wechsel im Unternehmen auch schon mal selber erlebt. Vielleicht habt ihr auch die ein oder andere Idee, wie kann man das Thema Vertrauen und Ehrlichkeit und Offenheit auch entsprechend noch mehr hervorbringen. Ich freue mich da. Wir sind ja eine gesamte Community. Auch ich habe nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Von daher lasst uns da aus euren Erfahrungen mit teilhaben. Schreibt das gerne in den Kommentaren. Wenn euch hier die Informationen auch schon gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, hinterlasst ein Abo oder schreibt eine 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Podcast-App. Das hilft uns entsprechend, hier diese Ansteckungsgefahr weiterzutreiben, noch mehr Leute zu erreichen, und dann kriegen wir das schon hin. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, kommuniziert gelungen, und dann wird alles gut. In diesem Sinne, sportfrei.